Und schon 2 Uhr, da kommt sie auch schon. Ich weiß nicht, ob ich wirklich noch keine Karte habe von der Romani Ranch oder ob ich sie aus Versehen gerade ausgeblendet habe. Ich krieg sie jedenfalls nicht mehr rein. Wir müssen das also so schaffen. Das macht die Sache schwieriger, aber was kann man machen? Ich bewundere Link übrigens, dass er ohne Sattel reiten kann. Mir würde das viel zu wehtun. Und ja, wir sehen, die Zeit läuft sehr schnell. Ich möchte das versuchen in der normalen Geschwindigkeit, dann geht es auch schneller vorbei. Aber ich bin sehr pessimistisch. Ich muss da zu Pferd auf jeden Fall reiten, sonst geht das nämlich zu Fuß, wenn die Zeit nicht so schnell geht. Wir werden sehen, ob das klappt. Sonst habe ich einfach mal Pech gehabt. Wieso hat er. Hä? Was ist da jetzt gewesen eben? Er hat einfach nicht den Bogen genommen. Natürlich ganz schlecht jetzt. Ich habe da irgendwie Probleme mit dem Ziehen heute. Wisst ihr was? Ich habe keinen Bock auf ein Pferd. Das behindert mich nur. Ich habe hier Hasenohren. Damit bin ich schon sehr schnell unterwegs. Ach, jetzt muss ich die Zehknöpfe benutzen. Ich bin so verwirrt heute. Schrecklich. Wow, da kommen sie schon. Seht ihr, wie schnell die sind, wenn man die Zeit nicht verlangsamt. Das schafft doch kein Mensch. Aber ich probiere es. Das Spiel hängt auch ständig, wenn ich die umbringe. Das verwirrt mich voll. Aber einfach mal einmal die Runde durchgehen. Sollte doch passen. Höchstens die Pfeile könnten irgendwann ausgehen. Aber in den Kisten sollten eigentlich genug drin sein. Und dann wieder links anfangen. Seht, wie, ich glaube, um 16:30 oder so ist es schon vorbei. Oder 17:30 erst. Sollte ich doch schaffen können. Hoffe ich mal. Ich habe es, glaube ich, erst einmal versucht und war dann so traumatisiert, weil ich das halt nochmal machen musste, alles. Das war so eine traumatische Begebenheit. Das will man nicht nochmal erleben. Aber ich probiere es jetzt einfach mal, ob ich es nochmal schaffe. Ich sehe schon erste Sonnenstrahlen. Ich habe es fast geschafft. Ich glaube es ja nicht, wie schnell das geht. Ich bin es gar nicht gewohnt, dass es so schnell geht, weil, wie gesagt, sonst immer sehr langsam die Zeit gewesen ist. Hat das sehr lange gedauert, normalerweise. Es ist vorbei, 16:30 haben wir es. Wie lange dauert es noch bis 5, oder? Ich glaube bis 5. 12 Pfeile noch. 11. Man sieht jetzt, wie schnell das eigentlich geht. Es ist kein schönes Gefühl, wenn man dann verloren hat hier und die Kühe einsacken. Ist mir schon passiert, wie gesagt. Wenn ihr das nicht kennt, ihr wollt es niemals erleben. 5 Uhr, es ist 5 Uhr. Hört's jetzt auf? Wie lange geht das noch? Ich habe keine Pfeile mehr. Ah! Jetzt wird's eng. Wow. Ich kann nicht auf die Uhr gucken, ich trau mich kaum. Ah, danke. Ah, wie geil, das ging ganz schnell. 3 Minuten oder so, nicht mal. Boah, mein Herz flattert wie verrückt. Das ist, glaube ich, die schlimmste Stelle im ganzen Spiel für mich gewesen. Wir haben es geschafft, wir haben sie besiegt. Ich danke dir, dank deiner Hilfe wurden die Kühe gerettet. Nimm bitte diese kleine Aufmerksamkeit an. Wenn du trinkst, vergiss nicht, eine Hand in die Hüfte zu stemmen. Oh, Erleichterung. Und wie sie halt durch das Glas zu sehen ist, durch die Flasche. Du hast die Milchflasche erhalten. Die Milch versorgt dich mit wertvollem Kalzium. Das mögen Mumien später auch sehr gerne für ihre Knochen. Drücke C, um einen kräftigen Schluck zu dir zu nehmen. Dadurch werden 5 deiner Herzen wieder aufgefüllt. Die Flasche enthält 2 Schlucke. Ich trinke Flaschen auch immer mit 2 Schlucken aus. Vergiss nicht, die leere Flasche wieder zu verwenden. Schönes Wort, schön lang, wieder zu verwenden. Meine Schwester wird gleich aufstehen. Ich muss rasch zurück auf mein Zimmer. Bis später, kleiner Held. Jetzt können sie doch sagen, ha, ich habe recht gehabt. Wir mussten die Kühe retten. Du hast das nicht glauben wollen. Schäm dich. Du hast dem Bauernmädchen geholfen und die Kühe gerettet. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Lasst mich überlegen. Ich warte kurz bis 6 Uhr noch. Denn wenn ich jetzt die Zeit vorspule, war das nur ein halbstündigen Effekt. Und das lohnt sich ja nicht wirklich. Dann haben wir morgens und dann muss ich mit der Schwester reden und mich für abends verabreden wieder. Und dann muss ich zwischendurch noch mein Schwert
nicht abholen, sondern direkt wieder dort lassen. Oh, der Bildschirm wird immer kleiner. Seht ihr das rechts? Ist das normal? Das habe ich auch noch nicht gesehen, dass da jetzt... Das scheint ein Emulatorfehler zu sein. Das ist nicht normal. Aber jetzt ist es ja auch wieder weg. Jetzt haben wir wieder Vollbild. Full HD. 1152p, 60 FPS. Nehme ich in 60 auf? Ich glaube schon. Ist auch egal. Muss ich da reingehen dafür? Moment, sie ist im Stall. Ich erinnere mich. Und hier ist das Haus. Der Haus, genau. Hier, der Haus, Alter. Gucken wir mal in dem Haus. Jetzt stimmt dem wieder. Dem Grammatik ist nicht zu helfen. Ich will nur mal kurz gucken. Vielleicht gibt es ein paar Rubinen, die ich mir erschnorren kann. Bei der Long Farm gab es da welche. Zumindest in Krügen, Töpfen, Vasen, wie auch immer. Aber hier haben sie alles gut versteckt in Schränken, die man erst in Skyward Sword aufmachen kann. Ja, ich habe immer Long Farm gesagt, aber jetzt, wo ich weiß, dass das von Marlon und Talon abgeleitet wurde, muss ich wohl akzeptieren, dass es doch Long Farm ausgesprochen wird, was ich trotzdem sehr kurios finde. Das ist ein Gespräch, das ich zwischen euch beiden, glaube ich, belauschen kann, ne? Sieh mit ihren Kühen, der doch so ein Fetischist. Hallo, ich will sprechen. Oh, hallo. Ich möchte auch mich in die Stadt bringen. Du bleibst hier und passt auf alles auf. Du willst auch nicht, dass sich die Kühe einsam fühlen, oder? Nein, Schwester. Ich fahre mit dem Wagen in die Stadt. Willst du mich begleiten? Heute Abend gegen 6 Uhr fahre ich los. Wenn du Lust hast, kannst du gerne mitkommen. Aber sicher, eine Einladung einer schönen Dame habe ich noch nie abgelehnt. Jetzt muss ich genau, ich habe nur 5 Pfeile, das wollen wir doch kurz ändern. Das ist sehr vorteilhaft gewesen, dass ich schon den größeren Köcher hatte. Sonst wären die Pfeile nämlich aus gewesen bei 30 als Maximum. Brauche ich dafür wieder Geld? Glaube nicht. Ja, der zweite Tag regnet immer in den Schornstein rein. Schade. Bergsiedlung. Ja, weil ich jetzt Goldstaub habe in meinem Besitz, ist der Typ so nett und macht das gratis. Dafür behält er den restlichen Goldstaub einfach mal ungefragt. Aber was soll ich schon damit anfangen? Ich brauche die leere Flasche viel eher als das schnöde Gold. Das kann ich höchstens wie Dagobert Duck einfach mal im Geldspeicher verrotten lassen. Hier gibt es ja auch noch Rubine. Hier hätte ich mir auch. Nein, gibt es keine? Nein? Nein auch? Nö. Ein. Geil. Hat sich gelohnt. Aber extra deswegen hier hinwarpen müssen und dann wieder zurück und dann einmal so viel rumgelaufen. Das ist Zelda. So hat es ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es fertig. Ich finde das, glaube ich, sogar cooler als die Schmiergelklinge, aber schade, dass man das nicht behalten kann, wirklich. Ja, nach 100 Mal ist nämlich weg. Sein Schneid. Ja, wie oft willst du es mir noch sagen? Go. Okay, wir wollen den also ausrüsten. Vielleicht nimmt er auch die Milch? Ich glaube nicht. Da, guck mal. Hallo? Erstmal reden. Go. Oh, ein Kinder. Jawohl, bringen Sie den Kindern eine Tasse Kaffee, flott. Kaffee ist ungesund. Lass mich einen Blick auf dein Schwert werfen. Seht ihr, Kinder, wenn man Kaffee trinkt, sieht man irgendwann mal so aus. Hey, das ist mein schlechter Scherz. Sein Schwert wurde bereits zu einem Elfenschwert geschmiedet. Es sei denn, du willst es noch weiter verstärken. Dazu brauche ich Goldstaub. Hast du denn für welchen? Ich dachte, er sagt, hast du verstanden, aber das hat er irgendwo anders mal gesagt. Wenn das kein Goldstaub ist und sogar die feinste Goron-Qualität. Selbst wenn ich ihn verwende, wird ein kleines bisschen übrig bleiben. Weil du es bist, werde ich dir nichts berechnen, aber erzähle jemand davon. Ja, ich bin bei den Hasenohren, bin halt unwiderstehlich. Danke für deinen Besuch, ich mache mich gleich an die Arbeit. Komm morgen früh zurück. Was mich wundert, dass dieser Ugo überhaupt keine Brustbehaarung hat. Auch wenn das jetzt komisch klingt. Aber so einer müsste eigentlich voll die Brustbehaarung haben. Was für komische Gedanken heute wieder. Aber das liegt an was anderem. An was liegt das? Ja, mit der Tastenbelegung ist das nicht ganz so einfach.
Woran lag das noch? Irgendwas war heute, wo ich mich schon mal gewundert habe, dass einer keine Bauchbehaarung hat. Milchstraße, genau. Mir fällt es gerade nicht ein. War das nicht auch irgendein Goron bei Ocarina of Time? Der hat sich die Achselhaare rasiert, aber nicht die Bauchhaare. Irgendwie so war das. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wer das war. Aber so einen komischen Mist merke ich mir natürlich. Jetzt brauchen wir Abend. Das Gute ist, ich habe eine magische Ocarina, die kann Abend machen. Die kann es abends machen. Jo. Aber ich gehe erstmal hin. Nicht, dass es noch zu spät wird. Weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man jetzt die Geschwindigkeit hochlässt. Die Geschwindigkeit der Zeit. Aber ich mag Geschwindigkeit. Im Auto fahre ich auch immer 300 auf der Autobahn. Quatsch. 200 ist normalerweise das Maximum. Denn Umwelt und Innenwelt des Portemonnaies, ne? Verhindern eine höhere Geschwindigkeit. Zumindest als Standard. Tempolimit 130, ne? Sollte doch irgendwie kommen. Also jetzt noch so schnell fahren wie möglich, solange es noch geht. Natürlich wieder eine tolle Ausrede. So, wo bist du da? Darf ich nicht auf meinem Pferd mitreiten? Nein. Ich muss auf ihrem Wagen mitkommen. Oh, guten Abend. Ich fahre jetzt in die Stadt, um meine Lieferung zu machen. Jawohl. Das ist auch eigentlich eine schöne Sequenz jetzt, die kommt. Ein bisschen Märchenstunde. Oh, das freut mich. Ich fühle mich heute irgendwie sehr einsam. Daher freue ich mich auf über jede Gesellschaft. Ich war auch mal sehr einsam, aber dann habe ich mich umbenannt. Seitdem... Nö. Nicht mehr. Ah, die Musik. Irgendwie fehlt das Abendrot von der Sonne. Ist schon eine Weile her, seit unser Vater von uns gegangen ist. Ich komme schon mal. Die Kühe wirken wie bedrückt und erschöpft. Auch finde ich, überall zerbrochene Krüge. Wer kann so etwas noch tun? Ich nö. Auch meine Schwester Romani scheint sehr besorgt zu sein. Sie übt täglich mit dem Bogen, um die Geister zu verjagen. Der Text geht ein bisschen arg schnell weg. Was erzählt man sich in der Stadt über den Mond? Er scheint viel größer zu sein als sonst. Ja, sehr furchterregend. Der wird dich unterstützen, aber auch der Ranch ist bestimmt sicher. Ich habe eine Freundin in der Stadt. Ihr Name ist Anju. Anju, übermorgen wird sie als Braut vor den Altar treten. Und du bist dich eingeladen, wa? Das tut mir aber leid. Ich frage mich, ob dieses Ding tatsächlich herabschützen wird. Woher weiß sie das jetzt? Hat Link das etwa gerade gesagt? Der kann doch gar nicht reden. Dem wurde die Zunge doch rausgerissen von Dekubaum. Weil er mal Scheiße gesagt hat. Was? Die Straße? Junge, schnapp dir deinen Bogen. Ich freute scheinbar darauf. Und die Räder sind ein bisschen sogar im Boden versunken. Habt ihr das gesehen? Diese schönen grafischen Ergüsse. Dieser detailreiche Schatten des Wagens. Auch nicht schlecht. Auf was für Sachen ich jetzt achte. Ganz komisch. Aha. Zuerst wird die Milchstraße durch einen Felsen blockiert und jetzt? Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen wohl diesen Umweg in Kauf nehmen. Normalerweise habe ich damit keine großen Probleme. Aber ich habe durchaus schon versagt dabei. Bist du bereit? Ich werde versuchen, uns so rasch wie möglich herauszubringen. Du musst versuchen, unsere Verfolger mit deinen Pfeilen zu verjagen. Ich glaube, sie sind hinter den Milchkrügen her. Nö, hinter deinen roten Haaren. Ja. Danke, ich verlasse mich auf dich. Wenn wir es schaffen, hier heil rauszukommen, dann bin ich dir einen großen Gefallen schuldig. Aber ich hab doch schon Milch bekommen. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwie eine besonders kluge Strategie gibt.
Ich meine, am besten ist natürlich einfach so oft wie möglich beide zu treffen. Aber ob man irgendwie noch ein bisschen warten soll, bis der Schmerz abgeklungen ist. Oder bis einer wirklich weit vorne steht. Es muss ja am Ende nur ein Krug übrig bleiben. Wow. Die sind echt ein bisschen arg gut drauf. Ich war auch schon mal besser, muss ich zugeben. Aber man erkennt ja von Weitem schon, wer das ist. Die sind schon gefährlich. Ich würde gerne alle Krüge behalten. Ich mag das, wenn die alle stehen, aber ich glaube, es wird nichts. Ich bin aber auch schlecht. Tut mir leid, ich bin kein geborener Verteidiger. Normalerweise greife ich lieber an. Wo ist meine MG? MG4. Wobei das MG3 ist irgendwie viel cooler. Aber nicht so effizient wie das MG4. Und jeder, der jetzt keine Ahnung von Waffen hat, der weiß auch nicht, was ich meine. Aber ich rede ja auch nicht von irgendeinem Shooter, sondern von der Realität. Und das war letzten Endes der Grund, warum ich die Bundeswehr verlassen habe. Herr Barton war sehr froh, endlich wieder eine Lieferung zu erhalten. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Warum hast du dein Augenlicht verloren? Was? Ich danke dir, du warst großartig. Sie denkt sich wohl, wenn keine Sonne da ist, muss ich auch die Augen nicht aufmachen. Das ist zwar nicht sehr viel, aber wir nehmen es an. Mhm. Du hast Romanis Maske erhalten. Drücke C. Durch eine gute Tat kann ein Kind zum Erwachsenen werden. Echt? Gut zu wissen. Muss ich mir merken. Diese Maske wird nur ein wenig erwachsen. Ich dachte, es geht immer nur um Masterschwert, um erwachsen zu werden. Sie ist das Zeichen der Mitgliedschaft. Hiermit erkenne ich dich als Erwachsenen an. Yay, endlich! So lange habe ich darauf gewartet. Ich habe 45 Jahre lang darauf gewartet. Wie Tingle. Der ist auch irgendwie 45 gewesen. Nee, 35, Mist. Let me think about the next step. I have no sword. This is not good. So I'm really feeling naked. And so I hope zumindest I can take a paar rupees, die hier sind. Waren die nicht hier? Ich glaube, die waren hier, aber auch nachts. Jo! Schön. Da oben ist ein Stein. Glaube ich zumindest. Wie kommt man da hin? Komische Sache. Ich habe nicht mal eine Karte von... Ich habe die Karte irgendwie ausgeblendet vorhin. Ich weiß aber nicht wie. Lass mich überlegen. Ich muss mir nur das Schwert zurückholen. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Sonst muss ich den ganzen Kram nochmal machen. Ich kann jetzt auch in die Milchbar gehen. Ein Herzteil holen. Alles andere ist unwichtig. Der will mir mich verfluchen. Und das lasse ich nicht zu. Deswegen tschüss. Besiegen kann ich ihn nicht. Es sei denn, schon fallen Bogen raus. Hier gibt ist die Maske, die Steinmaske. Aber die will ich jetzt holen, weil mir das dann zu einfach gemacht wird. Ich hole mir jetzt erstmal Epona. Und am dritten Tag noch Schwert holen. Ich glaube, dann habe ich nichts vergessen. Hoffe ich doch sehr. Dann haben wir gut alles durchgeschafft. Ich nehme schon wieder zu lange auf. Ich habe vergessen, dass das Video ja schon eigentlich 10 Minuten ging oder so. Bevor ich bei der Romani Ranch einen Schnitt gemacht habe. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so toll. Aber wird es halt wieder ein bisschen länger. Oder ich mache mittendrin einen Schnitt. Im Nachhinein. Hier, habe ich das Herzteil schon? Ich hab's vergessen. Ich glaube, ich krieg das eh erst, wenn ich mich verwandeln kann als ein Säugetier.
als ein fischiges Säugetier, kein menschliches Säugetier. Ich weiß, da gibt es eigentlich biologisch gesehen keinen Unterschied. Oder? Ich glaube nicht. Was total schwachsinnig ist. Oh, der ist so groß, der wird immer größer. Bei Nacht erkunden wir die Schädelküste. Ist vielleicht auch nicht ganz die beste Zeit dafür. Hui. Ich lese keine Schilder, ich erkunde lieber. Dann kann ich ja jetzt tatsächlich schon hier ein bisschen was machen. Weil ich eh noch bis morgen warten muss. Für mein Schwert. Ja. Dann hole ich mir direkt die Maske vom... Wie heißt der noch? Mido? Ich glaube, er heißt Mido. Ich finde das selber ein bisschen ärgerlich, dass ich so Sachen vergessen. Aber zumindest ein bisschen. Ich habe kein Schwert, ich kann... Oh, es ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Fällt mir gerade auf. Ich hasse es. Ich kann jetzt die Eule nicht aktivieren, weil ich kein Schwert habe. Das ist so dumm. Das heißt, ich muss ja noch mal mit dem Pferd hinreiten beim nächsten Mal. Ist da jemand? Ja, bitte. Ja, hilf mir. Ans Ufer. Ja, schieb. Das sieht überhaupt nicht falsch aus. Aber man muss sich ja nichts Falsches dabei denken, ne? Epona freut sich schon. Hey. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, je später es ist, also der dritte Tag ist dann am spätesten, dann liegt der am weitesten entfernt vom Ufer. Am ersten ist es wohl am nähersten noch. Das heißt, ich habe mir gerade die mittelschwierige Stufe ausgesucht. Auf seinem Kopf hat er Lidnoten, oder? Sind das Lidnoten? Oder einfach nur ein Anker? Tattoo. Alle sind sie tätowiert. Die fühlen sich richtig cool. Und er wird jetzt sterben. Da sieht man wieder, wo Tattoos hinführen. Ich mit meinen pädagogischen Ratschlägen immer. Sehr wertvoll. Für die junge Generation, die diese Videos gucken. Und tot. Ah, ich bin Mido, Moment, Mido war der aus Ocarina of Time. Scheiße, das war der Kokiri-Anführer. Schande über mich. Ich bin Mikau vom Volk der Zora, Gitarristen einer Zora-Band. Ich glaube, dies sind meine letzten Worte. Ich höre. Keinesfalls, gerne doch. Yay, spielen wir noch ein Lied zum Schluss. 1, 2, 3. Au, Baby, hör mir zu. Bald beginnt der Karneval. Alle warten auf unseren Auftritt. Au. Aber dann hat unsere Sängerin plötzlich diese merkwürdigen Eier gelegt. Und hat dann auch noch ihre Stimme verloren. Au. In der Schädelbucht gehen eigenartige Dinge vor. Eigenartige Dinge. Selbstgeschriebener Text. Yay. Oh, Baby, hör mir zu. Ich will dich betteln. Gerudo-Piraten. Sie haben die Eier gestohlen. Ja, ich wollte die Piraten aufhalten, aber dann haben sie mich aufgehalten. Baby! Muss ich nun sterben? Selbst wenn es so ist, finde ich keinen Frieden. Keinen Frieden! Bitte, jemand muss die Eier retten, bevor die Piraten sie finden. Oh bitte, will denn niemand meine Seele heilen? Er will also Frieden. Das war alles. Ich danke dir. Ich kann schon das Buch Krieg und Frieden empfehlen. Ja, Moment, wie ging das? Wäre peinlich gewesen. Alles voller Herzen. Das Lied der Befreiung.
schon so erwartungsfroh. Ah, ehrlich. Sie hat Flügel, sie kann fliegen. Nein, das ist Flossen. Wieso haben die eigentlich was an, oder sie zumindest? Ruto hatte damals gar nichts an. Aber vielleicht haben da ein paar Jugendrechtler protestiert. Und somit ist die Seele einfach mal geheilt. Die Macht der Musik. Ihr darf man nicht, sie darf man nicht unterschätzen. Ja, damit. Habt sie gefunden, jetzt gehört zu mir. Du hast die Zorra-Schuppen. Wieso Schuppen? Das ist eine Maske. Der Geist eines legendären Gitarristen hat sich in dieser Maske manifestiert. Jetzt kannst auch du Gitarre spielen. Ja. Schreib dieses Abschiedslied auf meinen Grabstein. Bitte hilf diesem Mädchen. Ja. Da sind die Anleitungen, wie man einen Zorro bedient, bewegt. Aber wir wissen, einen Zorro bewegt man mit dem Lied der Befreiung, das reicht. So. Das steht ja nicht mehr da, gleich wenn ich die Hymne der Zeit gespielt habe, oder? Jo, wir wollen einfach nur noch das Schwert abholen. Denn ohne Schwert komme ich hier nicht weit. Wenn man das jetzt vergisst und die Hymne der Zeit spielt, ich glaube, dann ist das Schwert im Rohzustand in Kuriositätenladen zu erwerben. Ich bin mir aber nicht sicher. Zumindest ist das so, wenn man von dem bösen Vogel in der Termina-Steppe, irgendwas verliert, dann ist das, glaube ich, immer im Kuriositätenladen wieder zu erhalten. Die arbeiten ja zusammen. Ja, mit dem Schwert. Und dann machen wir Feierabend hier. Schon 4 Uhr morgens hier. Muss auch mal wieder was arbeiten. Schlimm. Hab ich richtig gespielt? Ja, glaub schon. Dämmerung des letzten Tages. Und ich hoffe echt, ich habe nichts vergessen. Was kommt da für Feuer raus? Heftig am Arbeiten noch. Aber auch ordentlich Rubine noch, die ich einzahlen kann. Muss man ja nicht auch noch aufnehmen. Fertig ist es. Oh yeah. Dein Elfenschwert erfuhr die Macht der ewigen Elemente. Sein neuer Name soll fortan Schmiegelklinge sein. Durch die Kunst des Schmiedes trennt diese edle Klinge Licht von Schatten. Selbst die Mächte der Finsternis vermögen es nicht, den Geist der Gerechtigkeit aus dem Stahl dieses Schwertes zu vertreiben. Erinnert ein bisschen an das Schwert bei Twilight Princess dann im Schattenreich. Da hat es auch so die Macht, das Dunkle zu vertreiben. Tada, ein stärkeres Schwert als dieses wirst du nicht finden. Oh doch, da gibt es noch ein Elfenschwert später. Egal wie oft du es einsetzt, niemals wird es seinen Schneid verlieren. Oh, ich habe fast den gesamten Geist. Lüg mich nicht an. Den hast du aufgehoben in einer Vitrine. Gib's zu. Ey, der chillt da sein Leben rum. Gut, dann sage ich mal tschüss. Ich zahle die Rubine noch in die Bank ein, spiele hier mit der Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.